Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. So, wir schauen nochmal. Was ist hier los? Ich würde jetzt gerne schwimmen. Oh, ich bin so erschöpft. Diese komischen Hügel gefallen mir nicht. Was für komische Hügel. Die Hügel sind doch toll. Was ist das denn? Das verkaufen wir mal. Das brauchen wir wohl nicht. Ich verstehe nicht, was die mit den komischen Hügeln meinen. Dann schwimmt doch. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die gerne mehr Wasserplatz. Also mehr Wasser. Ich weiß es nicht. Ach, die Pflanzen, ja, die müssen natürlich weg. Die können wir da nicht so lassen. Hallo? So. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Ich weiß jetzt nicht so genau, was die möchten. Und was für komische Hügel gemeint sind. Wir können ja mal alles gleich machen hier. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, mal alles auf eine Höhe zu bringen. Diese Höhe ist doch eigentlich... Nein, die ist zu niedrig. Habe ich falsch eingestellt? Ach, ich habe es falsch eingestellt. Ach. So, die Höhe fände ich gut. Da machen wir jetzt einfach alles eben. So. Damit. Jetzt gibt's zumindest mal keine komischen Hügel mehr. Oh, und sowas wie eine Sandbank oder so habt ihr auch nicht mehr. Habt ihr jetzt davon? So, du dahin. Das erstmal weg. Du, ah nein, nicht verkaufen. Du kannst mal schwimmen gehen. So. Jetzt würde ich gerne das hier auch noch wegmachen. Also. Jetzt das Ganze smoothen vielleicht. Das Ganze so ein bisschen anpassen hier. So, und gibt es auf jeden Fall keine komischen Hügel mehr. Oh doch, da gibt es noch einen. Und der Pfleger kommt jetzt auch nicht mehr hier rüber. Jo, perfekt, oder? Und das Tor setzen wir einfach gleich hierher. Seid ihr jetzt glücklich her? Ach, mir ist so kalt. Ja, das kriegen wir gleich wieder in den Griff. Aber sie beschweren sich schon mal nicht mehr über komische Hügel. Aber das Wasser, da die eine Wasserpumpe, die reicht nicht aus. So wie es aussieht. Ach, was mache ich denn hier? Okay. Ach, guck mal, die Pumpe füllt das Stückchen mit. Das ist doch ganz nett. Mir ist so kalt. So, jetzt packen wir erstmal wieder ein Heizgerät hin, dass die hier nicht erfrieren. Das stellen wir mal dahin. Da. Okay, haben wir. Ich würde jetzt gerne etwas schwimmen, dann geh doch schwimmen. Das Tor kommt weg. Da machen wir den Zaun zu. Das Wasserdingensen kommt weg. Das auch erstmal. Dann Personaltor. Dann Fisch.
machen wir hier hin. Und es gibt da nur noch eine kleine Wasserschüssel, weil ich denke, die haben genug Wasser. Brauchen sie das eigentlich nicht auch noch? Vielleicht sollten wir hier auch noch eine Pumpe hinstellen, das nochmal ein bisschen hochziehen. Und da eine Pumpe hinmachen. Einfach, dass wir da noch ein bisschen... Genau. Dass wir da einfach auch noch ein bisschen Wasser bekommen, denn das ist schon sehr leer. Die Pumpen hier, die schaffen zwar einiges mehr, diese Dinger, die wir nicht verkaufen können. Aber doch noch nicht genug. Na, reicht so eine kleine aus? Die kriege ich da wenigstens drauf platziert. Dann gucken wir mal. Gibt auch einen kleinen Wasserfall. Na, gefällt euch das? Ist das schön so? Und ich würde jetzt gerne etwas schwimmen. Warum geht ihr dann nicht einfach schwimmen? Zack. So. Seht ihr? Ganz einfach. Aber wir können das hier noch ein bisschen mehr abflachen. Dass sie es noch einfacher haben, quasi ins Wasser zu kommen. So. Ich denke, das wird passen. Ne? Heizgerät wird geflutet oder geht das? Ja, das sollte passen. Okay. Da die Pflanzen müssen noch weg. Die sind unglücklich. Der geht's gut hier, ne? So. Okay, also dann haben wir bei denen ja erstmal erfolgreich umgebaut. Ich würde gerne etwas schwimmen, dann geht doch ins Wasser. So, wir gehen rüber und gucken mal hier. Das sieht doch jetzt gut aus. Das ist tatsächlich alles gefüllt worden. Dann würde ich sagen, runter damit, ha? Und dann sollte das Wasser nämlich oben bleiben, ne? Und Und die Pumpen stehen dann auf so kleinen spitzen Dingern. Damit kann man doch gut leben. Mehr oder weniger. Naja, damit werden wir gut leben müssen. Denn, was anderes gibt es nicht. Anders geht es ja nun leider nicht so. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was passiert jetzt hier. Mein Rendern. Mhm. Jetzt kleiner werden. Füllt sich das wieder? So. Ich würde das Ganze hier etwas höher ziehen wollen, den Berg. Das heißt, die Pumpe nochmal weg. Das Ganze ziehen wir jetzt höher. Hier. Drehen das mal. Gucken wir, wie viel Platz da wir noch haben. Nichts mehr, ne? Nee. So. Smoothen. Also zumindest ein bisschen. So, und dann gucken wir jetzt, dass wir hier wieder eine Fläche reinkriegen, wo wir die Pumpe draufstellen können. Das heißt, hier auf dieser Höhe
würde ich das gerne machen. So, wir schauen, ob das reicht. Also eine große Pumpe, auch eine kleine, reicht da eventuell schon aus, um dann einen Wasserfall hinzukriegen. Aber das ist wirklich ohne Worte, ne? Es passt da nicht hin, obwohl die da 10-mal raufpassen würde. Vielleicht ist das auch einfach nicht eben genug. Wir experimentieren mal. Also so bleibt jetzt auf jeden Fall das Wasser im Becken. Das ist schön tief hier. Also genau richtig für die Wale. Das passt tatsächlich so überhaupt nicht dahin. Okay. Dann... Jetzt ist das hier so eckig. Naja, es muss die Pumpe ja erstmal drauf. Danach können wir dann ja da rumschieben, wie wir wollen. Das geht einfach nicht. Es passt einfach nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich nicht. Weil das viel zu hoch ist oder warum ist das jetzt so? Es muss doch eigentlich egal sein, wo ich diese Wasserpumpen hinstelle, oder? Also rein theoretisch sollte das doch völlig Wurst sein. Und nochmal probieren. Aber es kann natürlich sein, dass wir die auf der Ebene, auf der Höhe einfach... Doch! Kriegen wir platziert. Yay! Juhu! Nehmen wir eine große oder nehmen wir eine kleine? Eine kleine finde ich dezenter. Nehmen wir eine kleine und gucken, was passiert. Da kommt kein Wasser durch? Nein. Sehr schön. Ah, es dürfte sich schneller drehen. So. Sehr schön. Doch, das gefällt mir jetzt. Das ist okay. Ich glaube, das kann man so nehmen. Eventuell kann man hier noch so ein bisschen das wegnehmen. Dann gibt es keinen Wasserfall mehr. Das war eine doofe Idee. Okay, dann bleibt das bitte alles hier. So. Okay, jetzt müsste man das Ganze noch begrünen können. Das wäre super. Die Frage ist nur mit was. Nee. Nee. Bäume wären cool. Ah, ein bisschen was können wir hier bepflanzen. Das ist doch toll. Mhm. Ja, und den Boden passen wir dann einfach an. Also das kriegen wir hin hier. Was nehmen wir denn da an Bäume? Irgendwas Cooles. Trauerweiden sind cool. Oh, die können wir hier ins Wasser stellen. Das ist doch mal klasse, oder? So, was braucht ihr? Einen weicheren Boden. Das Wasser ist für mich zu tief. Toll. Das sah aber toll aus. Ach, Menno. Ja, ins Wasser stellen ist dann wahrscheinlich einfach nicht. Vielleicht können wir kleine Hügelchen machen. Ganz winzig kleine Hügelchen. Das klappt nicht so. Nein. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe das falsche Werkzeug mal wieder genommen. So, nur aber, oder? Jetzt ist wieder alles beim Alten. Okay. So, dann funktioniert das nicht so ganz mit den Bäumen hier. Dann würde ich sagen, stellen wir die einfach nur drauf. Also hier irgendwo hin. Trauerweiden finde ich ganz cool hier. Die nehmen wir auf jeden Fall.
gucken, wo wir die unterbringen können. Na, da anscheinend nirgendwo so richtig. Einen weicheren Boden. Was ist denn ein weicherer Boden? Ist das okay? Oder brauchst du noch einen weicheren? Mir geht's prima. Okay. Das ist schön zu wissen. Da kann man nämlich hier schon mal so ein bisschen den Hügel baumfertig machen. Auf der anderen Seite vielleicht gleich ein bisschen begrünen. Okay, würde ich sagen, gucken wir, machen wir dann allerdings erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.